Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema gefälschte, ja, Social Media bzw. Instagram Account Follower. Gefälschte, ja, Social Media Accounts kann man sich mittlerweile ganz einfach kaufen. Sobald man bei Instagram zum Beispiel ein Bild hochlädt, dauert es meistens auch nicht lange, bis sich ein angeblicher Social Media Manager bei euch meldet, um euch Follower zu verkaufen. Tja, allerdings vergessen die netten Leute dabei eins. Und zwar verkaufen sie hier nur tote Accounts, gehackte Accounts von dir und mir, um dann irgendwo einfach nur zu abonnieren. Hierzu möchte ich euch den Kanal Wieselmafia einmal vorstellen, der jetzt im folgenden Clip euch einmal genau erzählt, wie der Betrug abläuft. Juke und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Instagram-Betrüger. Wie und worauf ihr achten solltet, erfahrt ihr heute hier in diesem Video. Let's go! Auf Instagram tummeln sich viele Betrüger. Heute erkläre ich euch, was ihr über diese Social Media Manager wissen müsst. Jeder kennt's, ihr ladet ein Bild oder ein Video auf Instagram hoch und verseht diese mit vielen Hashtags. Kaum ist das Bild-Video hochgeladen, kommen die ersten Anfragen. Texte wie zum Beispiel: Hey, I like your picture, I'm Social Media Manager, I sell real followers and promote you, oder so in der Art. Nur wusstet ihr, dass diese Follower, die sie euch verkaufen, keine echten sind, sondern nur Fake-Accounts? Das Geschäft muss scheinbar boomen. Ich habe für euch den Test gemacht, um herauszufinden, wie es funktioniert. Ein Social Media Manager hatte mich angeschrieben und ich habe ihn glauben lassen, ich sei ein potenzieller Kunde. Ich habe ihn dazu gebracht, mir 100 Follower kostenlos zu geben. Wie ich geahnt habe, waren alles Fake-Accounts. Denn diese Accounts haben nie meine Bilder geliked. Den Chatverlauf von ihm und mir habe ich euch hier mal eingespielt. In den Bildern seht ihr diese Fake-Accounts. Ich habe ihn tatsächlich gefragt, wie er das machen will, und er meinte, er promotet mich. Innerhalb von 5 Minuten hatte ich 100 Instagram-Follower mehr. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass alles Fake-Accounts sind. Leute, lasst euch nicht verarschen. Jeder, der euch sowas aufschwatzen will, bottet euch nur die Zahl und bringt euch überhaupt nichts, wenn diese nichts von euch anschauen. Einige der Fake-Accounts sind mittlerweile gebannt. Und der Typ auch. Wenn Instagram rausbekommt, dass ihr Follower gebottet habt, bekommt ihr sofort einen Permaban und alles ist weg. Dies könnt ihr in den Richtlinien nachlesen. Also lasst euch nicht abzocken. Hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Habt ihr mal solche Erfahrungen gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Und da sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert kostenlos meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und schaut auch mal auf meinen Twitch-Kanal vorbei. Die Links sind in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Juke, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ja, Wieselmafia hat's euch ja im Video gezeigt. Einfach nur absoluter Wahnsinn. Doch hier gibt's auch tatsächlich verschiedene Webseiten, auf denen man Follower kaufen kann. Und nicht nur Follower, man kann auch direkt Likes und auch Playtime kaufen. Also zum Beispiel bei YouTube angesehene Minuten. Oder eben auch, wie gesagt, die Daumen nach oben kann man tatsächlich mittlerweile kaufen. Oder was heißt mittlerweile? Eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren genau genommen. Tja, nur was bringt das Ganze? Ja, eigentlich nichts. Es bringt eigentlich, ja, nur eine höhere Zahl. Am Ende bemerken es doch die Zuschauer aber trotzdem, wenn von, ja, weiß ich nicht, vielen, vielen tausend Abonnenten niemand unter die Kommentare schreibt. Oder man hat viele tausend Abonnenten und man hat keine Likes. Tja, also es würde schon ein bisschen komisch aussehen. Also was hat man denn davon am Ende? Ja, eigentlich nichts außer die Gefahr, dass euch ja der Social-Media-Betreiber wie YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok und so weiter einfach bannt, damit ihr von deren Plattform weg seid. Denn letztendlich schließen alle normalen Betreiber von diesen Plattformen dieses Kaufen von Followern in ihren AGBs definitiv aus. Das heißt, wenn ihr in den Nutzungsbedingungen einmal nachschaut, steht es direkt auch mit drin, dass es strengstens untersagt ist,
ja einfach Follower zu kaufen. Denn was bringt es euch am Ende? Eigentlich nichts. Wie gesagt, die Zahl ist nur ein kleines bisschen höher. Ich habe ein bisschen recherchiert zu dem Thema und werde hier in der nächsten Woche noch ein weiteres Infovideo passend zum Thema veröffentlichen, sodass ihr alle Informationen rund um diesen, ja, um diese andere Betrugsmasche auch nochmal zusammengetragen bekommt. Es ist tatsächlich schon Wahnsinn, was es alles für Betrugsmaschen gibt. Die Betrüger, die nehmen mittlerweile ja echt kein Blatt vor den Mund. Man hört es ja hier auch in den Gesprächen, die wir hier am Telefon haben. Aber naja, das Ganze passiert aber auch schriftlich. Von daher muss man mittlerweile auf allen Kanälen aufpassen, dass man nicht wegen irgendwas abgezockt wird. Man bekommt zwar hier in diesem Fall Follower gebottet und ja, man hat dadurch auch eine steigende Nutzerzahl auf seinem Kanal. Nur am Ende, was bringt es? Wenn man einen guten YouTube-Kanal aufbauen möchte oder Instagram oder wie auch immer, ist ja auch erstmal völlig Wurst, auf welcher Plattform. Wenn man hier ein gutes Profil aufbauen möchte, was eben auch viele Leute nutzen und anschauen sollen, dann ist das definitiv nicht der richtige Weg, auf solche Betrugsangebote einzugehen. Denn hier macht man sich ja zum Teil auch mitschuldig. Man macht sich jetzt nicht unbedingt in dem Sinne in erster Linie strafbar. Doch wie bereits erwähnt, die Plattformbetreiber, die mögen das Spielchen natürlich nicht. Denn, tja, es bringt halt nichts, wenn man da einfach massenweise ja, Benutzer bottet auf seinen Account. Was hat man davon? Tja, eigentlich hat man dann nur einen toten Account mit 1 Million Follower, die man alle bezahlt hat, und man hat am Ende nichts davon. Wie gesagt, in der nächsten Woche gibt's hierzu nochmal ein etwas genaueres Video mit vielen Daten, Fakten und Zahlen dazu, damit ihr euch von dieser Betrugsmasche nochmal ein wenig mehr vorzeigen könnt. Vielen Dank an Wieselmafia fürs Bereitstellen des Videos und für die Erlaubnis, dass ich den Teil im Video zeigen durfte. Wer möchte, kann gerne mal den Kanal von Wieselmafia besuchen. Den Link findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass ich euch in diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine ähnliche Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen nun mal gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es auch hier wieder die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video sogar gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Was Neues gibt's auch schon seit etwas längerer Zeit hier auf dem Kanal, und zwar sind es die Kanalmitgliedschaften. Den Mitgliedschaftsbutton findest du direkt unterm Video oder eben auch in der Videobeschreibung. Hier kannst du, wenn du magst, den Kanal auch finanziell unterstützen. Wenn du magst, dann klicke gerne jetzt noch auf eins der letzten Videos oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.